vorne sieht man eine Harley Davidson, den Typ kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen, mit Porsche Motor drin. Das ist eine Porsche Entwicklung. Ja, sehr sportlich, aber bei 220 habe ich mir erzählen lassen, fängt der Lenker an zu wackeln. Taucht also auch nicht so viel. Hat zwar jede Menge Leistung, aber das Fahrwerk ist von Harley Davidson. Und das Fahrwerk ist dem Motor nicht gewachsen. Was hat der an Leistung, weißt du so ungefähr? Ist gar nicht so viel. 120 PS oder was. Ja, wassergekühlt, ne? Ja, ein bisschen Luft auch noch. Kombiniert wahrscheinlich, ne? Also daneben sieht man eine Harley Davidson Sportster. Die gab es mit 900 Kubik und mit 1200 Kubik. Ziemlich schmales Gerät. Kann man von vorne und hinten gar nicht erkennen, dass da so ein dicker Motor drin ist. Das ist die Billig-Harley für arme Leute. Ich habe das nicht gehört, was ich dazu gesagt habe. Ich dachte, das ist die kleine Harley für arme Leute. Nein, für Frauen. Eine kleine Harley. Ja. Habe ich das richtig? Mit 1200 gibt es hier. Das ist eine 883er, dann ja. Gibt es sie noch als 1200er. Ja, und das die, war ich richtig, ja, genau. Und die ist von 97 und hat auch schon die Motorenentwicklung von Porsche. Auch? Ja. Halt auch so lange schon. Sind die da schon mit drin? Ja, die hatten damals nämlich Probleme mit den Harleys gehabt. Nämlich, die sind ständig ausgefallen, musste man mit ihren kleinen Werkzeugkasten fahren. und dann haben sie sich irgendwann mal die Ingenieure von Porsche mit ins Haus geholt und seitdem funktionieren und deswegen ja fahre ich die auch noch. Von Frauen gefahren wurde und ja. Durfte ich liegen. Genau, und deswegen fährt die ja auch noch, ja. Yeah.